Die Arbeit Agora Arena hatte eigentlich eine ganz interessante Vorgeschichte. Der erste Schritt war, sich diesem Gelände zu nähern mit einem künstlerischen Auge, also mit dem Auge und der Frage, was kann an diesem Ort passieren. Und mir ist aufgefallen, dass diese erste ästhetische Figur, die sich da sozusagen vor diese Jahrhunderthalle gelegt hat, aus sehr vielen pragmatischen Gründen, so eine Ästhetik hatte wie ein ICE-Bahnhof. Und das war für mich eigentlich ein Raum, der auf jeden Fall sich verändern können muss. Und dann kommen ja viele Sachen so in Gang. Also zum Beispiel hat mich interessiert, was passiert, wenn die Leute ankommen? Und das passiert ja eben zu den einzelnen Aktivitäten, Performances oder Konzerten oder eben Aufführungen. Und das war wichtig, dass das plötzlich eine neue Qualität bekommen kann. Und dass es nicht nur darum geht, sich ein Infoheft zu greifen oder sich vielleicht noch einen Drink zu nehmen, sondern dass vielleicht dieses Ankommen, der Aufenthalt selber schon Teil einer unsichtbaren Inszenierung werden könnte. Und in meiner Arbeit spielt ja tatsächlich diese Idee, dass der öffentliche Raum durch ganz wenige Setzungen, durch ganz wenige Markierungen zu dem Raum wird, der dann der Ort ist für einen Austausch, für Kommunikation, für Streit, für Diskussion, für Debatte. Und das wollte ich gerne auf jeden Fall an diesem Ort einschreiben. Und die Dinge, die ich da benutze, die sind zum Teil schon da oder sie sind eingeführt. Also die Tribüne, wie wir sie im Innenraum kennen, wird verändert, eher als eine skulpturale Treppenfigur, die im Außenraum aber eben umhüllt ist, die eine plastische Qualität hat, über die wir sehr lange diskutiert haben, die weiß ist, also so ein bisschen auch eine abweisende Struktur hat und gleichzeitig aber auch einladend ist, um dort zu verweilen. Und gleichzeitig führt aber dann eben wie so ein imaginäres Band in den Innenraum durch die Scheibe hindurch, die aber auch Eingang sein kann, nämlich an den Türen vorbei, in einen Innenraum, der selber wieder wie so ein Theaterraum funktioniert, in dem die Leute den unterschiedlichsten Interessen nachgehen. Und genau an dieser Stelle fängt die Arbeit an, sozusagen zwischen dem öffentlichen Ort des Austausches und der Beobachtbarkeit, also der Arena, wo wir sozusagen auch zwischen Akteuren und Zuschauern unterscheiden, ihre Wirkung zu entfalten. Und genau das Moment unterstreiche ich eben mit dem Medium des Lichtes, weil ich glaube, wenn man das Licht einsetzt und beispielsweise einen Ort markiert, entsteht sozusagen in diesem Augenblick der Markierung, entsteht sozusagen dieses Licht und es zeigt eben, hier passiert was. Es geht um Aufmerksamkeit. Es lenkt unseren Blick und ich kann mit dem Licht eben wirklich steuern. Und das ist genau das, was die Arbeit praktisch versuchen will. Sie will eigentlich sozusagen diesen Raum definieren und dadurch entsteht für mich auf Zeit ein Versprechen, dass hier etwas verhandelt werden kann. Für mich ist auch bei dieser Annäherung nochmal klar geworden, dass auch durch die Architektur selber so viel Einschreibung schon am Ort ist, dass ich das Gefühl hatte, es muss noch weitergedacht werden. Und da haben wir eben diesen Wasserturm nochmal genommen, der sozusagen wie so ein Lichtzeichen, wie so eine Landmarke, das alles so überragt. Und da haben wir es geschafft, eben in der Diskussion mit den Technikern, die extrem viel von der Sensibilität des Lichtes im öffentlichen Raum verstehen, sozusagen den Untergrund so auszutricksen oder zu kompilieren, dass wir am Ende eben, oder so gegenzusteuern, dass wir am Ende oben auch einen leuchtenden, pulsierenden Lichtkörper haben. Das Licht auf der Arena Agora, das bewegt sich ja und dynamisiert auch die Bewegung und erzeugt natürlich auch ein Spannungsverhältnis. Und so soll das sich auch übertragen in der Lichtintensität oben an dieser Wasserturmsituation. Und dann eben bei den beiden Kühltürmen, die ja auch total bestimmend sind für die Lage der ehemaligen Industrieanlage, ist es so, dass wir da eben auch ein pulsierendes, man kann schon fast sagen, wie so also zwei Grundformen, rechteckige Grundformen auf diese Struktur projizieren, die fast schon wie ein Blinzeln. Also die gucken einen fast an, das ist aber jetzt so eine anthropomorphe Annäherung. Es ist nicht wirklich intentional. Das liegt einfach daran, wenn man einen rechteckigen Körper projiziert, dann wird er einfach natürlich vom Untergrund mitgeformt. Und wenn der eben in dem Fall jetzt ein zylindrischer Körper ist oder ein Kegelkörper ist, dann legt sich das sozusagen auch so etwas sanfter rum und die Kanten, die verformen sich. Und das ist aber auch intendiert. Also die strenge Form wird sozusagen auch durch die Geschichte dieses Ortes überformt. Und das gefällt mir zum Beispiel auch total gut. Das hat so was Interventionistisches und es hat auch gleichzeitig was Einschreibendes. Und wir verzichten total auf Farbe, weil es leider in der Region auch so eine Tendenz gibt mit einer, ich sage jetzt mal, fast schon Überschreibung, indem man eben alles, weil seitdem LEDs RGB-fähig sind, meint man, man muss auch das ganze Spektrum immer ausnutzen. Ich finde ja es gut, dass es das Spektrum gibt,
finde aber die Entscheidung wichtig, sich auf das Rheinweiß eben zwischen 5600 und 6000 Kelvin zu konzentrieren. Das steht ja auch für meine Arbeit. Ob das Wetterlicht in Wuppertal ist oder eben die Bühne jetzt für das Centre Pompidou in Metz, wo ich sozusagen den Eingang thematisiert habe. Es geht immer darum, dass das Licht in seiner klarsten Erscheinung keine weitere Einschreibung bekommt jetzt durch die Farbe, die Lichtfarbe selber, sondern das soll sozusagen nur aus dem Projekt kommen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo ich das mit Farbe eingesetzt habe, aber da ist es dann auch inhaltlich begründet. Und hier gibt es nur die Begründung, hier wird der Ort markiert, das Ankommen, das Verlassen des Ortes. Und ich glaube, dass wir über die Wochen der Ruhrtriennale einfach diesen Ort, dass die Einladung besteht, diesen Ort neu und anders kennenzulernen.